Hey Kameramagier, ich habe dir ein kostenloses Preset für eine Glitch Transition in DaVinci Resolve 17 gebaut und ich weiß nicht, warum ich so viel mit den Händen fuchtel. Naja, lasst uns das mal angucken. Zur Installation der Transition geht ihr wie immer in Fusion rein, öffnet eure Effect Library hier oben und geht unter Edit Templates in die Transition, drückt auf die drei Punkte, Show Folder und da haut ihr das Settings File rein, was ich euch unten verlinkt habe. Und beim nächsten Mal aufmachen solltet ihr sie sehen, die Transition. Und diesen Glitch könnt ihr dann einfach auf eine Transition oder einen Transition-Punkt dragen und dann die Länge und so weiter einstellen. Und das Coole ist, er heißt ja auch nicht für umsonst Directional, weil mit der X-Refraction, mit der Y-Refraction kann man nämlich einstellen, wie stark und aus welcher Richtung der Glitch kommen soll. Und Y sagt quasi aus, wie stark das nach Y verzogen würde. Und wenn man X zum Beispiel auf 0 setzen würde und wenn du Y auf Minus stellst, dann gibt es halt diese Upward Motion, also dieses nach oben. Und das Coole ist, man kann tatsächlich, wenn man es nicht allzu sehr übertreibt, auch hier unten seine eigene Textur nutzen. Und die lade ich mir mal rein. Es geht allerdings nur Bilder, weil der Loader seit 2016 irgendwie nur noch Bilder frisst, keine Videos. Das heißt, macht ihr am besten irgendeine Glitch-Overlay-Bildsequenz und dann geht es auch. Ich habe hier in meinem Fall mal mein Logo auf einen Hintergrund gepackt. Und wenn man das nicht allzu sehr übertreibt, dann sieht es auch ganz gut aus. Und so hat man eine schöne Logo-Glitch-Transition, also falls du irgendwie dein Logo da reinpressen willst. Und das Coole ist, du kannst das ganze Ding auch noch einfärben, indem du hier den Colorize-Button aktivierst und dem Ganzen dann die Farbe gibst, die du haben willst. Und wenn du sagst, das ist dir ein bisschen zu stark, dann nimmst du hier einfach die Tint Strength runter. Und dadurch wird es nur ein bisschen grünlich. Und wenn du dein Logo in eine andere Transition haben willst, dann schau dir doch mal die kostenlose Color Ramp Transition an. Und wenn du Bock hast, mehr über DaVinci Resolve zu lernen, dann schau dir doch mal hier die Playlist an. Da habe ich dir ein bisschen was verlinkt. Ich wünsche dir viel Spaß. Willkommen im nächsten Video quasi. Vor den Schauen ist nach den Schauen. Oder nach dem Schauen ist vor dem Schauen. Naja, egal. Ich wünsche dir einen super schönen Tag. Ciao.